Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Das halbe Jahr ist schon wieder rum, ging wieder wahnsinnig schnell. Und nichtsdestotrotz schauen wir auf den Risikohinweis, denn dieses Webinar dient mir immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen und müssen dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen oder als Anlageberatung, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Ja? Okay, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja. Habt ihr gehört, was der Nelson gesagt hat? Viel Spaß. Börse ist kein Spaß. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wir sind ja nicht beim Kinderturnen. Nein, Spaß beiseite. Nehmt euch mal einen Stuhl, setzt euch hin. Dauert noch ein bisschen, wir warten noch auf Lotz. Die im süddeutschen Raum, da dauert das immer ein bisschen länger. Bruno. Okay. Die Jungs, die auf Malle arbeiten dürfen, müssen, die sind schon da. Da klingelt der Wecker halt pünktlich. Guten Morgen in die Runde. Wir sind ja eigentlich schon auf Tour, weil es dieses Wort eigentlich ist. Ja, komisch. Habe nochmal eine Runde über heimische Gefilde gedreht, weil es unserem kleinen Begleiter nicht so gut geht besser. Wir werden die Tour aber heute, morgen starten. Und wenn alles klappt, machen wir das nächste Webinar, dann wahrscheinlich schon aus Polen, wenn nicht sogar schon aus Litauen. Einen wunderschönen guten Morgen an unsere Gruppe, an unsere Forex Proler, für die wir ja diese Webinare hauptsächlich machen, und willkommen an die Gäste von FX Flat. Nicht wahr? Hans D. Der ist so in den DAX vernarrt, dass er sich hier schon mit Hans DAX anmeldet. So, wir starten wie immer mit einem Rückblick. Wir haben vorgestern ein, ja, heute ohne Kamera. Das Elend wollt ihr euch heute, glaube ich, nicht angucken. Manchmal ist das besser so. Ungeschminkt. Das ist so. Wir leben in einem Zwei-Personen-Haushalt und haben nur einen Spiegel. Da muss einer verzichten. Wir haben am Dienstagabend ein zwar kostenpflichtiges, aber ein Webinar gemacht, um unsere Denke, unsere Handelsweise etwas näher zu bringen, sage ich mal. Oder auseinander zu pflücken, wann handle ich welches Regelwerk. Und so wie der Markt es will, schauen, ja, müssen nicht, sondern wir schauen, ich überlege gerade die Reihenfolge am besten, wir machen das andersrum, wir machen erst den Ausblick, ja, wir machen erst den Reiseplan für heute, okay, und dann den Rückblick.
Oder wollt ihr es andersrum? Erst den Rückblick, dann den Ausblick. Oder wollt ihr es gar nicht? Sollen wir heute mal Pfund Yen handeln? Das Biest. Gut. Heute ist der Plan, ich will nicht sagen deutlich, aber die Reise stinkt danach, heute diesen Weg zu gehen. Denkt dran, heute sind Non-Farm Payrolls. Nach oben, habt ihr gesehen, was passiert ist? Genau das, was nicht passieren soll. So. Allerdings ist da oben, so wie es aussieht, dann nicht zwingend Schluss, sondern wir gehen weiter. So. Die Route klar zu erkennen. Und das ist meine bevorzugte Route. Das heißt, rote Route. Eins. 12, 75, 78. Eine halbe Position Short bei, wo sind wir da? 1,1235 raus. So, das ist die eine Nummer. Die zweite Nummer, die wird schwieriger. Weil Long dann ab, ja, 1,1235 haben wir auf dem Deckel. 1,1229. Oder 1,1216 mit einem Spike. Wir haben Non-Farm Payrolls. Super. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ah. Gut, machen wir das so. Falsches Feld erwischt. So. Das ist die rote Route. Verständlich, oder? So, ich mache noch eine blaue Route. Die würde da runter gehen. Und blau ja. 1,1239 dann hoch.
Nach oben kein Limit. Die ist kein Limit nach oben. Irgendwie bin ich heute zu blöd, oder? Da machen wir Fehler. Sag jetzt nichts Falsches hier. Wo ist mein Text jetzt hier unten hin? So. Also. 1, 12, 39. Dann hoch, nach oben kein Limit. So. Das ist die blaue Route. Ungefähr. Verständlich das Spiel? So. Gut. Also, das ist, Nelson hat es vorhin gesagt, das ist kein Muss. Das ist meine Denke. So sehe ich den Markt heute eventuell. Keine Handelsempfehlung, nichts. Jeder muss bitte seinen Plan alleine machen. Wir haben es am Dienstagabend erklärt, wie man diese Pläne macht, wonach man die macht und wie man die macht. Ich glaube, es war verständlich oder eindeutig genug, wie man diesen Plan machen sollte. Diese Marken hier sind wahrscheinliche Bereiche. Also, Punkt A, die Software hier, die rundet hinten immer auf halbe oder ganze Stellen. Deswegen kann ich es nie genau machen. Ich mache es hier auch nicht, um euch den, ich sag mal, um euch die Arbeit abzunehmen, sondern ich zeichne mir diese Linie ein. Das ist mein Plan. Das sind meine Bereiche, in denen ich die Reaktionen erwarte, an denen ich handle. Es kann sein, dass das manchmal ungenau ist. Ja, wem es aber zu ungenau ist, der möge bitte seine Zeichnung auch alleine machen. Wäre schön. Ist eh, das ist eine Empfehlung. Deswegen mache ich alles so groß, damit ihr euch jetzt einen Screenshot machen könnt. Und dann könnt ihr euren Plan bitte für euch selber machen. Das heißt, hier in diesem Bereich blaue Route. Wir haben eine 7.58 Uhr. Das heißt, diese blaue Route, okay. Ah, stimmt, ich habe hier den Euro drinnen, nicht den mit Apostroph, kein Profi-Euro. Also, okay. Hier in diesem Bereich kann man shorten. Klein shorten. Mit einer halben Positionsgröße, wenn man die blaue Route bevorzugt, halbe Positionsgröße, Stop 2 Punkte hier oben drüber. Die Marke ist bei 1,12,665. Das wären 2,5, wären ungefähr 4 Punkte Stop. 4 Punkte hier, diese Nummer kann man mit 4 Punkten Stop shorten. Die Nummer ist an der 1,12,47 spätestens abzusichern, am besten sogar mit dem Tagesziel abzusichern. Und bei der 1,12,39 kann man sie glattstellen, eventuell drehen. Jetzt ist es 8 Uhr.
So, und was passiert? Genau das. In der Regel haben wir morgens um 8 oder und um 9 oder um 8 oder um 9 haben wir morgens meistens heftige Bewegungen. Die haben wir heute nicht. Money Management, um darauf einzugehen, wenn man diese Nummer hier oben jetzt nimmt, den Stop mit 4 Punkten wählt, halbe Positionsgröße heißt rechnerisch 2 Punkte Stop, 2 Punkte Risiko. So, wenn ich von der 66 komme, oder jetzt hier von der 64 komme und ich laufe bis an die 39, sind das 25 Punkte. 25 Punkte durch 2 sind 12,5, habe ich hier unten schon mein Tagesziel drinne. Ich weiß, dass es um 8 ist, weil da draußen sich einer in die Handzeile gehängt hat und Lärm macht hier bei uns an der Kirche. Wenn wir erst hier hochgehen und dann runter, werden wir ein Stück tiefer gehen. Dann gehen wir durch die 39 und wahrscheinlich sogar bis an die 35, eventuell sogar bis an die 29. Dieser Bereich 35 bis 16, grob gerundet, der Bereich 35 bis 16 ist ein Reaktionsbereich nach oben. Das sollte man im Auge behalten für die, die eventuell shortig unterwegs sind. Okay? Fragen zu der Tour heute? Anscheinend nicht. Dann schauen wir mal. Screenshot habt ihr ja fertig, ne? Da es ja nicht selber macht. Gut. Das hier war unser Plan gestern. So, wir haben zwei Routen. Wir haben gesagt, A gleich kurz unter 1,1215, dann hoch. B haben wir gesagt, hoch an die 1,1251, dann unter die 1,1215. Das hieß hier Short 1,1251, dann drehen bei 1,1215. So ungefähr war unser Plan. Kleines Missgeschick dabei. Das Tief hier, alte Marke, welche ist das hier? Unsere alte 1,1193, die wir hier auf dem Deckel hatten, da, die hat er vorgestern kurz unterschritten und gestern hat er diese hier mit einem Spike nochmal rausgenommen. Zur Erklärung, wenn wir morgens so einen Plan machen, und wir dann doch tiefer laufen. Das ist unser Plan gestern gewesen. Ja, hier runter und dann hoch. Und wir haben gesagt, hoch bis maximal an die 81. So war für gestern unser Tagesplan. Blaue Route, rote Route. Er hat sich für die rote Route entschieden. Allerdings hat er das High gemacht bei der 1,1245 und nicht bei der 51. Wenn er mir die Chance gibt, da, wenn er mir die Chance schon gibt, die Marke da drunter war die 1,1240. Nicht nett. So. Und hier mir dann mehrmals das Gefühl gibt, puha, hier könnte eventuell Schluss sein, sollte man sehen, sowas eventuell zu handeln. Wir haben zweimal nacheinander, kann man das erkennen, diese Kerzen hier?
Oder sind sie zu klein? Okay, hier haben wir zweimal in Folge ein bärisches Harami. Zweimal in Folge ein bärisches Harami. Und dann hätte der Stop für diese Position, ich weiß, bei uns in der Gruppe haben das ein paar gehandelt und unser Patrick hat es sogar kommuniziert, hat es auch bekannt gegeben. Hat in der Gruppe auch geschrieben, bärisches Harami. Und dann gehört der Stop logischerweise über hier oben über die 51. Die Ziele waren ja auch klar, wenigstens die 15. Wenn man hier unten mit einer Limit Pullback arbeitet, dafür haben wir die, hier unten mit einer Long Limit Pullback, dann, wir haben ja gesagt, dann drehen bei 1,1215. Wenn man davon ausgeht, drehen bei der 1,1215. Und wir haben unseren Bereich bei 1,1215 und haben dieses Tief bei 1,1215, dann geht die Limit Pullback irgendwie auf die 17. Und diese Kerze hier, die bei der 17 angefangen hat, ist durchgerauscht bis an die 0,7. Limit Pullback mit 2, 3 Punkten Rücklauf. Und dann kommt man hier unten sogar wesentlich besser rein, auch wenn das nicht funktioniert hat. Aber spätestens hier, nachdem wir dann bei den News hier, ich meine, das war um 1:30, 2:30 hier, weiß gar nicht, was das war im Endeffekt, der diese Kerze hier verursacht hat, sieht aber aus wie so eine typische Newskerze. Bullisches Harami, schöner Spike unter die 92, unter die 93, unter das Tief vom Vortag, da unten drunter. Zack, ich nenne sowas nachlaufendes Tief, einmal kurz darunter und dann gedreht. Beim ersten Mal, bei der ersten Position sind wir geflogen gestern. Ich weiß, der ein oder andere hat dann die Short-Position verpasst, hat dann die erste Long-Position genommen. Ich habe gestern gerade mit einem telefoniert, der hat die Short-Position nicht genommen, weil er die 51 nicht erreicht hat. Hat praktisch die Short-Position nicht gehandelt, hat dann unten die Long-Position genommen, hat dann einen an die Backen gekriegt, ist hier irgendwie mit 8 Punkten oder 9 Punkten Verlust raus, weil er nicht mit der Limit Pullback gearbeitet hat, ist mit 8, 9 Punkten Verlust. Und als er nachher hier unten diese Umkehr gesehen hat, hat er sich nicht mehr getraut. Die Nummer hat er verpasst. Hier gab es was an die Backen und hier hat er sich nicht mehr getraut. Und dann haben wir in einer kleinen Gruppe gestern Nachmittag kommuniziert. Da wiederum sind der ein oder andere dabei gesagt haben, Mensch, wir haben doch die 1,1192, 1,1193, die haben wir doch schon länger auf dem Deckel. Warum nutzen wir die nicht? Und die haben wir dann auch genutzt. Die Richtung, die grobe Richtung für den Tagesplan war klar. Und dann konnte man diese Nummern hier sehr schön nach oben durchhandeln. Wir haben, nachdem wir am Dienstag dann ja, ich weiß. Wir haben für Dienstag, am Dienstag dann erklärt, dass man so eine Position, wenn die richtig anfängt zu laufen, nach Euro pro auch aufstocken kann. Das gucken wir uns gleich mal an. Bupp. So, was hier erst nach Blau aussah, sieht heute, ich guck, wir machen da gleich weiter. Was da nach Blau aussah, sieht jetzt im Moment nach Rot aus. Auch wenn man hier die Short-Geschichte mitgenommen hat, rechnerisch 2 Punkte Verlust. Die sollte man verkraften können.
So, wer jetzt hier oben diese rote Route handelt und hier oben shortet, in diesem Bereich, muss Stops über der 78 einplanen. Stops müssen über die 78,5. Halbe Positionsgröße. Wir gehen gegen die Hauptrichtung. Guck mal hier unten, unsere 92, 93, da, die Kiste haben wir eingezeichnet, gestern früh, glaube ich, ne? Oder? Oder ist sie schon ein paar Tage älter? Kann sein, dass sie schon 3, 4 Tage alt ist. Diese Marken hier oben, die 75 oder die 78, sind jetzt nicht gesetzt für den Entry, für den Einstieg. Die Wahrscheinlichkeit ist nur recht hoch, dass er die Nummern, die Marken anläuft. Hier oben muss man entscheiden, wer überwiegt. Wollen Leute rein? Wollen Leute short oder müssen sie? Ah, die von gestern früh, die Kiste. Danke. Hier ist der eine oder andere, der aufpasst. Also, hier in diesem Bereich oben kann man shorten. Ich bin nur in einem Konto. Welches auch professionell ist und habe hier den Euro-US-Dollar aufgemacht, weil ich nicht mehr in meinen Handelscharts analysieren möchte. Umschalten, 1 Minute. Da. Schönes Ding. Wer hat sie genommen, die Nummer? Wer ist short von unseren Jungs hier? So, halbe Positionsgröße. Wenn wir jetzt hier drunter fallen, hier drunter unter die 61, kann man ans Aufstocken denken. Wenn wir diese Linie hier anlaufen, die hier, die 66, da wo wir gleich sind. Und wenn man hier oben von der 72, 71 kommt, hier von der 71, dann den Stop hier oben knapp drüber. Da sind wir wieder bei 4 Punkten Risiko, rechnerisch mit 2 Punkten. So, da, jetzt hat er genau diese Linie angelaufen, unseren Zielbereich an der 66 oder 66,5. Das Tief war bei der 66,8. Und jetzt muss er erstmal die 66,5 wieder nach unten durchstoßen. Wir wechseln mal in den 5 Minuten, gucken uns hier mal das Bild an, nehmen mal unser, da, haben noch 20 Sekunden. Die letzten Sekunden gucke ich mir gerne im Lauf an. So, jetzt wissen wir haben ein bärisches Harami. Dieses Harami sollte von einer roten Kerze bestätigt werden. Natürlich handle ich nur nicht in dem Chart hier.
Ich habe nicht nur einen Rechner. So, jetzt müssen wir wissen, dass die Jungs, die dieses Harami handeln, ihre Stops dort oben drüber legen. Das heißt, unsere Stops, die für die, die jetzt einsteigen, die das Regelwerk Harami handeln, sollten ihre Stops über die 75 packen. Aufstocken idealerweise unter der 61. In dem Fall, wenn man von der 72 kommt, ist man da unten bei der 61, ist man 11, oder je nachdem von wo man kommt, 11 oder 10 Punkte vorne. 61, wenn man bei der 71 rein ist, ist man 10 Punkte vorne. Wenn man dann die Position verdoppelt und den Stop-Break-Even ziehen will, dann haben wir einen Durchschnittseinstieg von 1,1266 und der Stop müsste dann auf die 66 gepackt werden. Wenn man den Stop nicht auf die 66 legen kann, weil wir haben diese Linie bei der 66,5, da sollten wir mit den Stops oben drüber, also kann ich meine Position nicht zwingend verdoppeln, sondern ich kann ein Drittel oder ein Viertel dazu packen. Dann habe ich praktisch, wenn ich mit zwei Lot drinnen bin, dann mache ich jetzt nicht vier Lot draus, sondern dann packe ich nur die Hälfte davon drauf und bin dann bei drei Lot oder 0,3, je nachdem, wie man diese Geschichte handelt. Okay, wenn der Plan hier fertig ist, wenn man seinen Stop jetzt da oben über der 76 hat und man ist bei der 71 rein, sollte man hier spätestens nach 10 Punkten, wenn man hier unten an der 61 ankommt, hier sollte man den Stop auf jeden Fall Break-Even ziehen, also 10 Punkte BE und den BE-Schutz einschalten. Punkt A, bin ich dann mit meinem Stop, springt mein Stop dann Break-Even, wenn ich genauso weit im Gewinn bin, wie ich vorher im Risiko war. Zweitens erwische ich da unten dieses Tief und drittens hat er dann die 66 auch nachhaltig offensichtlich durchzuckt. Und wir sind offen für mehr. So, jetzt ist hier auch Ruhe. Jetzt schreibt hier keine mehr, weil sie alle nervös auf ihre Kurse gucken, oder? Kann man sofort sehen. Wenn man hier so einen Vortrag hält oder hier was erklärt, dann sagt man, guck mal, jetzt gehe ich in den Markt. Und dann ist man in dem Markt schon, lässt das tippen nachher. Tauchen schon keine Fragen mehr auf. Auf jeden Fall nicht von denen, die drinnen sind und die noch nicht drinnen sind, die tippen dann erst recht richtig nervös, weil sie unbedingt rein wollen. Wisst ihr, woran das liegt? Warum das so ist? Beide Gruppen, einmal die einen, die viel zu ruhig sind und die viel zu nervös sind. Habt ihr eine Ahnung? Der Thomas hat es, Thomas R., genau, hat es richtig auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Weil man nervös ist. Emotionen und man ist nervös. Und warum spielen die Emotionen so eine Rolle und warum ist man nervös? Thomas hat es gerade auf den Punkt gebracht, weil man keinen Plan hat. Genau deswegen. Und die Jungs, die einen Plan haben, die ihre Position platziert haben nach einem Regelwerk mit dem Automatismus, mit dem automatischen Stop nachziehen, mit dem BE-Schutz. Die machen das dann ähnlich wie ich. Ich spaziere gerade eine Runde um den Billardtisch, sitze nicht mal am Schreibtisch.
Weil, was soll ich machen, wenn ich mich jetzt da hinsetze und auf die Kerzen glotze? Ich kann sie nicht beeinflussen. Ich kann versuchen, sie zu hypnotisieren. Ich kann ihnen böse Blicke zuwerfen. Ich kann ihnen schweinische Witze erzählen, damit sie rot werden, die Kerzen. Hilft aber nichts. Und genau deswegen werden die meisten nervös. Man merkt es hier auch sofort an dem Verhalten. Auch an dem Chatverhalten hier. So, jetzt haben wir unsere Marke da unten, die 66. Das ist ein magischer Reaktionspunkt in beide Richtungen. Geht er jetzt hier nach unten durch die 66,5, geht er durch die 66,5 jetzt durch, kann es passieren, dass er dieses Szenario hier nochmal wiederholt. Dieses Szenario hier, dass er das hier rechts nochmal wiederholt. Nutzt er das Ding als Sprungbrett, sehen wir ganz schnell die 75 und die 78. Und den Leuten, die einfach zu nervös sind oder relativ nervös sind, die sollten dann, wenn man das weiß, scheißegal, wo die herkommen, scheißegal, was das ist, völlig Banane, es sind Reaktionspunkte. Und wir sehen es. Wir sehen es, dass diese Linien reagieren. In welche Richtung? Das weiß keiner. Wenn man das wüsste, brauchte man ja jetzt nicht morgens 7:45 schon vor der Kiste hocken hier und dem Gesabbel von Helbig und Cardoso Netto zuhören. Ne? Dann könnte man ja in der Pofe bleiben. Einfach seine Order da hinpacken und den ganzen Kram dann einfach laufen lassen. Wir wissen es nicht. Und wir sehen auch, an diesen Reaktionspunkten reagieren ja auch beide Gruppen. Die Kerze wird ja blau, weil der eine oder andere kauft. Wir wissen aber nicht, welche Gruppe ist größer. Naja, du musst an dich glauben, sagt der Thorsten ohne Haar. Du musst an dich glauben, da hilft auch kein Plan. Och, ich plane mal den Glauben an mich. Und ich habe einen ganz festen Glauben. Ganz fest. Ich glaube zum Beispiel, dass ich heute Abend ein Bier trinke. So, wir beobachten die Geschichte hier mal ein bisschen. Glauben, ja, Glauben ist so eine Geschichte, ne? Kennt ihr das, wie drei Präsidenten vor Gott stehen? Clinton, Obama und Trump. Und Gott sagt zu Clinton, an wen oder woran glaubst du? Was ist dein Glaube? Doch, Clinton, ich glaube an die Kraft der Ehe und an die heilige christliche Kirche. Oh, sagt er, das ist gut. Und dann fragt er Obama, sagt er, Obama, was glaubst du? Und Obama sagt, ich glaube an das starke amerikanische ehrliche Volk. Oh, sagt Gott, das ist gut. Und zu Trump sagt er, und was glaubst du? Sagt Trump, ich glaube, du sitzt auf meinem Platz. Das ist Glaube. Fritze macht Eis jetzt, das ist gut. Mach mir mal eine Kugel Stracciatella mit. Wir wollten dich übrigens besuchen kommen auf dem Weg nach Skandinavien, aber wir dürfen nicht durch Schweden, deswegen können wir keine Fähre aus deiner Ecke nehmen da oben und können nicht nach Schweden, sondern fahren jetzt ganz entspannt außen rum über Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland. Übrigens für die, die hier Gäste sind, könnt ihr gerne dabei sein die nächsten Wochen, wenn wir unsere Webinare
üblicherweise donnerstags mit Nelson zusammen von unserer Tour machen. Wir werden versuchen, übernächste Woche in 14 Tagen das Webinar aus Karelien zu veranstalten. So, den lassen wir jetzt hier mal rumtun. Position ist klar, ne? Stops sind auch klar, oder? Seid ihr jetzt entspannter mit eurer Position? Da seid ihr wieder rausgegangen, weil ihr nervös seid, weil ihr jetzt ein bisschen rumzuckt, ne? Immer wenn es ein bisschen zuckt, dann werde ich nervös, dann drücke ich auf den Knopf und gehe ganz schnell raus. Ich habe ja schon 2 Punkte. Und mit der nächsten Position verknallt er 15 Punkte, aber freut euch immer noch über die 2, die ihr vorher gemacht habt. Richtig? Gut. Springen wir zurück. Den Plan von gestern. Hier, wer die 93 auf dem Deckel hatte, der gibt auch so einen Plan so schnell nicht auf. Nur weil er hier eine Etage tiefer rutscht. Nur weil er eine Etage tiefer rutscht, da unten muss man so einen Plan wie gestern nicht zwingend aufgeben. Sollten wir allerdings die großen Gruppen erwischen und da unten sollte die Stundenkerze eventuell unter der 92 schließen. Dafür haben wir ja die Kiste gebaut. Hier im Stundenchart. Kistenbauer, auch ein schöner Job, ne? Da. So, hätte diese Stundenkerze hier drunter geschlossen, unter diesen Tees, unterhalb dieser weißen Kiste, erst dann wäre es gefährlich geworden und dann bis an die 1.1167 ungefähr. Aber solange das nicht passiert, solange hat dieses Szenario noch Gültigkeit. Im Gegenteil. Durch so ein Spike und die schnelle Rückkehr wird dieses Szenario sogar unterstützt. Und dann haben wir diese Position nach oben gehandelt. Und ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich habe meine dann im Endeffekt, ich bin bei 94 oder 94,5 reingekommen und habe meine dann mit 65 Punkten oben geschlossen. Warum habe ich meine Position oben geschlossen? Wir haben erst gesagt, den Stop hinterher und dann haben sie oben mit 65 geschlossen. Warum? Jemand Ahnung? So. Ich habe den Bruch hier von der 56 und dann hoch und dann der Rücklauf und dann wieder hoch und dann habe ich hier oben, als er die 74 hier diese, oder 75 sogar diese Lunte gemacht hat hier, den Docht gemacht hat da oben, dann bin ich mit meinem Stop unter diese Kerze gegangen. Da. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist gut. Was auch eine gute Entscheidung war, danach war ja auch alles hinfällig. Und ich habe hier immer noch den Plan von vorgestern drin. Da. Wir hatten hier vorgestern das Ziel oben bei 75 bis 79. Da ist unsere Zielkiste. Das war der Plan von Dienstag. Wir haben gesagt, blaue Route bis hier runter. Und dann da hoch. Rote Route bis dahin. Die hatte hier sehr schnell negiert. Zack. Unten durch. Hier unten an der 1.1206 haben wir vorgestern unser Tagesziel bis hoch an die 27 realisiert. Und dann hier das gleiche Spiel. Unten an der 93 die Umkehr. Und zack, wir hatten das maximale Ziel da oben angegeben. Und dann auch hier an der 62, 63. 60 Punkte und raus. Und diese Marken hier, die wir hier hatten, da, die hat er dann gestern hier abgearbeitet. Hier hat er genau diese Marken abgearbeitet, die er vorgestern hätte abarbeiten sollen. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, dann kann man das besser sehen. Da.
Diese Marken hier oben wollten wir haben, da wollten wir hin. Da ist unsere blaue Kiste, unsere blaue Route zu Ende und fängt die rote Kiste, hier die rosane Kiste an. Und die hat er gestern hier mit einem Spike ganz kurz, hat da den Docht gemacht und dann einen Rücklauf und deswegen sind wir da raus. Okay, so viel zu der Route heute und dann ist auch gut. Heute wird das, wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Heute Nachmittag Non-Farm Payrolls. Nicht Freitag, sondern heute. So, der Junge hier, da haben wir, muss ich in die Etage höher gehen, sonst wird er nichts. Da, der holt sich immer wieder mal hier unten die Kanalunterkante. Und da werden die News heute viel ausmachen. Wenn wir nicht Minimum unter dieses Tief gehen von gestern, das Tagestief von gestern, also unter die 12.080, wenn wir dann nicht drunter gehen, solange haben wir immer noch die Chance auf neue Hochs. Hier kann es sogar zu einem Short Squeeze kommen, der über die 6,30 geht. 250 Punkte sind an guten Tagen für den DAX nichts. Der kann hier sogar noch mit einem Squeeze ganz kurz hier hochschießen, an die 12.619, da oben alles abräumen, bevor der große Fall kommt. Auch hier, ich werde nicht long und schon gar nicht vor den Non-Farm Payrolls. Und in den USA ist morgen Feiertag. Also ich werde hier nicht kaufen. Hier suche ich mir ebenfalls Short-Szenarien. Und zwar haben wir hier zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, man sucht es hier oben in dem Bereich jetzt über diesen letzten Hochs oder in der Nähe von den letzten Hochs. Hier bei der 12.4. Da haben wir ein Hoch bei 12.407. Entweder suche ich mir hier Short Entries. Wir sehen, wie dieser Bereich hier Widerstand bietet, wie schön der deckeln kann. Alternative ist, wer die Geduld hat und auch seine 50, 60 Punkte im Euro am Tag macht und entspannt auf sein Tagesziel guckt und vielleicht die letzten Tage auch ein gutes Ergebnis erzielt hat. Ich habe sie gar nicht zusammengezählt, aber wir haben am Dienstag, Entschuldigung, darf ich ja nicht sagen, nicht wir, ich habe am Dienstag 60 Punkte im Euro-US-Dollar gemacht und 75 schon halbe Position, auch nur halb gerechnet. Und 75 Punkte im DAX, das sind 135. Und gestern 65 Punkte im Euro mit der Position. Im DAX haben wir gestern ebenfalls 100 Punkte Short mitgenommen. Ja, ich habe geschrieben, ich lasse die laufen die Short-Position laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber wenn mein Stop 100 Punkte im Gewinn liegt und der Stop wird dann geholt, dann muss ich die Punkte auch realisieren. Dann interessiert mich der Sankt-Nimmerleins-Tag, was ein Scheißdreck. Wenn ich raus bin, bin ich raus. Das sind diese Positionen, die wir im Paternoster-Club kommuniziert haben, die ich mit Unterstützung von meinem Team dort kommuniziert habe und die man handeln konnte. Wer sie gehandelt hat, weiß ich nicht. Von einigen Leuten bekommt man ein Feedback, von anderen Leuten wieder nicht. Ist ja auch nicht schlimm, aber deswegen rede ich auch immer, wir haben das gemacht. Und wer diese Position mitgehandelt hat und auch diese Punkte gemacht hat, der und diese Performance auf dem Deckel hat, der kann auch hier in diesem Bereich bei der 12.400 eine kleine Position starten mit einem Stop dort oben drüber. Und wer die Zeit hat, und ich habe die Zeit, der wartet, bis entweder die Non-Farm Payrolls durch sind
heute oder wir hier einen Squeeze vom Feinsten bekommen, hier oben einmal kurz. Wir sollten wenigstens 12.621 sehen. Ich mache es mal sicherheitshalber genau. 12.616, ja, 12.620 sollten wir sehen. 12.620 ist hier der Einstiegsbereich. So, jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz auf den Euro und dann werde ich weiter packen. Da. Wir haben gesagt, wenn wer kalte Füße kriegt, seinem Setup nicht so hundertprozentig traut, hier unten haben wir einen Reaktionspunkt, entweder nach unten durch oder als Sprungbrett. 66,5 hat hervorragend funktioniert. Wer zu seinem Setup Vertrauen hat, sollte seine Stops dort oben drüber platzieren, weil ein nachlaufendes Hoch hier oben nochmal ganz kurz abräumen, sollte man einplanen. Zweitens, wir sind mit einer halben Positionsgröße drin, also kann man sich das auch erlauben. So, und damit bin ich auch durch für heute. Ich habe ein bisschen was auf dem Deckel. Einen Screenshot habt ihr ja wahrscheinlich gemacht oder habt euch ja euren Plan mitgeschrieben, habt euch ja alles schön aufgeschrieben, ne? Habt ja einen Schreibblock auf oder so ein Schreibheft wahrscheinlich auf dem Schreibtisch liegen und tragt ja oben das Datum ein und eure Marken, die ihr denn da eintragt, ne? Damit ihr auch schön nachgucken könnt und mir dann nächste Woche auch sagen könnt, nee, mein lieber Freund, das hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, da die 78, du hast nicht von der 74 gesprochen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Schon alleine, das ist doch ein Grund, sich was aufzuschreiben, oder? Um dann denjenigen, der hier morgens sabbelt, dann das nächste Mal zu verbessern. Oder? Ist doch auch ein Grund, nicht für sich selber. Um besser zu sein, klüger zu sein. Genau. Okay. In diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden. Plan für heute steht. Denkt dran, Donnerstag NFP. Und ich sage danke, dass ihr so zahlreich durchgehalten habt und auch so lange durchgehalten habt hier in der kompletten Gruppe, euren Hintern morgens genauso aus dem Bett bewegt wie ich. Und dann freue ich mich auf die wahrscheinlich ähnliche Zusammensetzung am kommenden Donnerstag. Bitte nicht sauer sein, wenn wir eventuell zwischendurch kurzfristig mal ein Webinar absagen müssen. Es könnte passieren, wenn ich irgendwo in der Valla Pampa stehe und kein Internet oder schlechtes Internet habe, dann würde ich das Nelson kurzfristig mitteilen. Also nicht böse sein, ich sage es vorher schon, es kann auf solchen Touren passieren, wenn man dann irgendwo im Bärengehege übernachtet, dann kann man schon mal da ein Problemchen mit dem Netz kriegen. Okay, in diesem Sinne sage ich jetzt danke, dass ihr da wart. Tschüss, tschüss, moin, moin. Danke an Nelson, dass du mich so nett begleitet hast. Wir hören dann nächste Woche. Super, vielen, vielen Dank, Thorsten, für das Webinar. Gute Reise, gute Fahrt und ja, und natürlich auch ein Dank an die Teilnehmer fürs Live dabei sein, hier im Chat auch aktiv Fragen stellen, Resonanz geben. Ich glaube, da macht es dann für den Thorsten auch mehr Spaß und für mich natürlich auch. Wünsche viel Erfolg heute. Wenn Sie heute traden, passen Sie auf Ihre Positionen auf und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Okay, schönen Tag. Tschüss.